Kapitel 11. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische, aus solchen Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte: Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so daß sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammonite. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem greulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem greulichen Götzen der Ammonite. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht andern Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich's reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn lassen um Davids willen, meines Knechts, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, den Edomiter Hadad, vom königlichen Geschlecht in Edom. Denn als David die Edomiter schlug, damals, als der Feldhauptmann Joab hinaufgezogen war, um die Erschlagenen Israels zu begraben, da erschlug er alles, was männlich war in Edom. 6 Monate blieb Joab und ganz Israel dort, bis er ausgerottet hatte alles, was männlich war in Edom. Da floh Hadad, und mit ihm einige Edomiter vom Gefolge seines Vaters, um nach Ägypten zu entkommen. Hadad aber war noch ein sehr junger Mann. Und sie machten sich auf von Midian und kamen nach Paran und nahmen Leute mit sich aus Paran und kamen nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies ihm Land an. Und Hadad fand große Gnade vor dem Pharao, so daß er ihm sogar die Schwester seiner Gemahlin, der Königin Tachpenes, zur Frau gab. Und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat, seinen Sohn, und Tachpenes zog ihn auf im Hause des Pharao, so daß Genubat im Hause des Pharao unter den Kindern des Pharao war. Als nun Hadad hörte in Ägypten, dass David sich zu seinen Vätern gelegt hatte und dass der Feldhauptmann Joab tot war, sprach er zum Pharao: »Lass mich in mein Land ziehen.« Der Pharao sprach zu ihm: »Was fehlt dir bei mir, dass du in dein Land ziehen willst?« Er sprach: »Nichts, aber lass mich ziehen.« Und Hadad kehrte in sein Land zurück und hatte einen Hass auf Israel und wurde König über Edom. Auch erweckte Gott dem Salomo noch einen Widersacher, Rezon, den Sohn Eliadas, der von seinem Herrn, Hadad-Eser, dem König von Zoba, geflohen war. Der hatte Männer um sich gesammelt und war Hauptmann einer Schar geworden, als David die Aramäer schlug, und er zog nach Damaskus und nahm es ein und wurde König in Damaskus. Und er war Israels Widersacher, solange Salomo lebte. Das kam zu dem Schaden, den Hadad tat. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos Vogt, seine Mutter hieß Zeruga, eine Witwe, hob die Hand auf gegen den König.
Und so ging es zu, als er die Hand gegen den König aufhob. Salomo baute den Millo und schloss damit die Lücke in der Stadt Davids, seines Vaters. Und Jerobeam war ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, dass der Jüngling viel schaffte, setzte er ihn über alle Fronarbeit des Hauses Josef. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Jerobeam aus Jerusalem hinausging, und es traf ihn der Prophet Ahia von Silo auf dem Wege und hatte einen neuen Mantel an, und es waren die beiden allein auf dem Felde. Und Ahia fasste den neuen Mantel, den er anhatte, und riss ihn in 12 Stücke und sprach zu Jerobeam: Nimm 10 Stücke zu dir, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir 10 Stämme geben. Einen Stamm soll er haben, um meines Knechts David willen und um der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Weil er mich verlassen hat und angebetet die Astarte, die Göttin der Sidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Ammoniter, und nicht in meinen Wegen gewandelt ist und nicht getan hat, was mir wohlgefällt, meine Gebote und Rechte, wie sein Vater David. Ich will aber aus seiner Hand das Reich noch nicht nehmen, sondern ich will ihn Fürst sein lassen, sein Leben lang um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Rechte gehalten hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königtum nehmen und will dir 10 Stämme und seinem Sohn einen Stamm geben, damit mein Knecht David vor mir eine Leuchte habe alle Zeit in der Stadt Jerusalem, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. So will ich nun dich nehmen, dass du regierst über alles, was dein Herz begehrt, und König sein sollst über Israel. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und will dir Israel geben, und will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit. Salomo aber trachtete danach, Jerobeam zu töten. Da machte sich Jerobeam auf und floh nach Ägypten zu Schishak, dem König von Ägypten, und blieb in Ägypten, bis Salomo starb. Was mehr von Salomo zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und seine Weisheit, das steht geschrieben in der Chronik von Salomo. Die Zeit aber, die Salomo König war zu Jerusalem über ganz Israel, ist 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Statt.